Let's play Kingdom Come Deliverance. Wir sind in Tollenberg und ich sage einfach mal, wir befinden uns am Vorabend der Schlacht. Wir müssen hier um Unterstützung bitten. Beziehungsweise um Truppen. Aber ich habe noch ein gar feistes Anliegen hier. Gott sei mir. Sollen wir mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Zeug klauen können. Und dazu Hallo Heinrich. Jetzt schauen wir einfach mal hier rum. Wir speichern natürlich. Hier reingucken. Was knacken. Wir stehlen mal die Sachen. Jetzt gerade bringen sie uns nichts, dann müssten wir eigentlich zum Healer zurück. Was war das denn? Was hast du vor? Ein Dieb! Er hat's gehört. Außerdem ziehe ich mal alles ab, was klappert. Ja, irgendwas Metallisches an? Jetzt gerade nicht. So machen wir noch weniger Geräusche, so noch weniger. Es ist wurscht. Wir probieren es einfach nochmal, ja? Lass es uns nochmal testen. Ist da jemand? Ja, ich. Hallo. Hallo Heinrich! Ist Hallo. Das dein Ernst? Hey, wer ist da? Ich bin's. Also dieses Flocken jetzt, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Bestimmt nur ein Tier. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja. Ich starte gleich das Spiel nochmal neu, wenn es so weitergeht. Also mit der Ware können wir auf jeden Fall schon mal Oh, das war schnell. Wollte ich so gar nicht.
Hier draußen geht wer vorbei. Die Olle, oh, sehr schwer. Ja. Wir speichern nochmal. Hey, wer ist da? Oh oh, oh oh. Hallo. Willkommen, Heinrich. Dankeschön. Hier geht's wieder raus. Kriegen wir hier sonst noch irgendwo was? Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas zu bekommen. Nicht den Unschuldigen. Das wird teuer. Verflucht. Okay. Ich würde fast sagen, mit den Kölchen und so. Ich möchte es aber trotzdem hier nochmal versuchen. In die Satteltasche. Wo waren die anderen? War doch Rüstung. In die Satteltasche. Das Schloss ist zu kompliziert, okay. Aber keiner hat hier Groschen. Hallo. Hallo, Heinrich. Servus. Hey, pass auf. Ich merke dich hier. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Kriegt mir ja fast ein schlechtes Gewissen. Oh, oh, oh. Ja, schwer. Leicht.
So, ich pack das meiste einfach mal. Ich bin ganz zufrieden damit, was wir jetzt gerade hier so Gott sei mit dir, Heinrich. Rausgestohlen haben. Hallo. Ich schon nicht genug. Okay. Erwischt! Wer hat mich denn jetzt da erwischt? Wie hat mich der denn jetzt erwischt? Okay. Wir haben das Glück herausgefordert. Ja, ist genug, würde ich meinen. Nur, wie kam der denn hier rein? Ich kann es nicht sein lassen. Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht... Hey, pass auf! Ja, ja. Also kommt hier eine Woche rein. Wissen wir Bescheid. Den hatte ich vorher... Mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das heißt... Wir warten jetzt hier einfach. Gott sei mit dir, Heinrich. Was macht denn ein Dorfbewohner hier drin? Jetzt warten wir mal ab. So geht der da durch, Patrouille. Da kommt er. Hallo, Heinrich. Servus. Da wieder durch. Alles klar. Jetzt wissen wir auch, woher der kommt. Nimm das mit. Das mit. Das mit. Es mit. Pferd. So. Aber keiner hat Groschen. Das Geflocke geht mir auf den Sack. Ich zieh mich mal wieder an jetzt.
Umfalllingon. Jetzt wäre es interessant, wo war denn der andere Müller? Das ist die andere Mühle. Wo war denn der Müller? Der war doch hier irgendwo, oder? Erledigt. Aff, wach, kommt. Wo war der Müller? Schnellreise. Weiß es nicht mehr, wo der war. Ich werde das mal schnell googeln. Muss mir das echt aufschreiben. Ja, na, wo ist es denn? So, da. Wo ist er? Da. Wir könnten es ja mal wagen, eine Schnellreise zu machen. Ich wollte ja eigentlich alles machen, um die Schlacht vorzubereiten, aber naja. Wäre es am besten, wenn wir nach Neuhof schnell reisen. Hoffen wir mal, dass uns nichts Großartiges quere kommt. Beziehungsweise ich versuche, allem aus dem Weg zu gehen. Bitte, 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 bitte. Yes! Mein Pferd, da. Jetzt haben wir ja doch so einiges hier gestohlen. Und ich gehe schwer davon aus, dass es sich finanziell lohnen könnte, was wir jetzt da so ein bisschen eingesackt haben. Aber das werden wir gleich rausfinden. Eigentlich müsste ich jetzt wohl hier geradeaus. Irgendwo geht's dann runter. Am besten geht's hier runter, würde ich sagen. Steil. Ich glaube, ich muss das Spiel jetzt gleich wirklich neu starten. Das Flackern ist, glaube ich, nicht normal. Au, 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 au. Böses Pferd. Wer noch irgendwas sieht, schreit hier.
So. Wird sich lohnen? Wird es sich lohnen? Was ich alles in meinem Pferd habe. Schulterplatten will ich eigentlich behalten. Leppjacken. Auch nicht. Moment, haben zwei von denen. Weg. Also. Weg, weg. Das ist er nicht. Das ist in der Mülle. Das ist auch nicht. Der Mülle. Hä? Ich bin aber schon richtig. Müllers Markt Anna? Müller Wojciech. Beste Grüße. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal. Okay, der hat aber nicht viel Kohle. Er hat nicht viel Kohle. Naja. Es hat sich nicht so unbedingt gelohnt. Also nicht so sehr, wie ich es mir erhofft hatte. Kann ich sowas eigentlich tragen? Ich leg's mal ins Inventar. Wir haben kein Bett mehr frei, wo. Gut, denn dann wollen wir auch nochmal eine riskante Schnullreise versuchen. Oh Gott, der Wald, der gefällt mir gut. Nee, so weit, so gut. Wir haben es irgendwie geschafft. Hey, Heinrich kommt jetzt zurück. Ja, das Schlechte ist, ihr habt's nicht mal einen Rüstungshändler. Ich dachte mir jetzt echt, los, gehen wir mal hier hin und doch und kaufen ein oder so. Mist. Gütiger Gott, du siehst furcht. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Ja, das ist alles, was er zu kaufen verkaufen hat. Dann gute Nacht. In den Warenkorb. Alles. Er hat nicht mal so viel. Ups. Ja. Ich bin verloren. Einen Kampfplatz gibt's hier also. Aber lasst mich raten, ich kann hier nicht kämpfen. Kann man hier irgendwo schlafen?
Lass mal kurz mein Pferd stehen. Ich probiere das jetzt mal mit der Rüstung. Ob sich das irgendwie auswirkt, ob die Leute das erkennen, dass es gestohlen ist. Noch was drin? Nicht so wirklich. Bin außerdem überladen. Was packen wir denn noch weg? Weg damit. Ja. Legen wir den ab? Ganz sicher nicht. In die Satteltasche. In die Satteltasche. Ein Dolch hätte ich ja noch gern gehabt. Da oben einer. Oh fuck. Eigentlich zwar noch so notvoll. Okay, ist nicht so toll das Ding. Nix Geiles da. Verdammt. Jetzt läuft's nimmer, hey. Das ist die Strafe dafür, dass ich nicht nachgeben kann. Jetzt werde ich bestimmt gleich erwischt. Außergewöhnlich wegen seiner gut geschmiedeten Spitze. Ich kann es nicht benutzen. Warum zeigt es mir das nicht gleich im Fenster an, dass ich es nicht benutzen kann? Ne? Das ist echt die Folge des Diebstahls, ey. Ich habe nichts anderes gemacht als geklaut. Hier habe ich tatsächlich ein Bett, ne? Wie geht es dir, Heinrich? Oh, mir geht's gut. Habe ich dann hier auch eine Truhe? Nö. Ich habe ja übrigens auch ein Buch gekauft, aber das lesen wir nicht jetzt, weil jetzt sollten wir tatsächlich ein bisschen schlafen. So 3 Stunden, dann ist die Energie voll.
Die Gesundheit auch, weil wir ein richtiges Bett haben zum Schlafen. Ja, wurde es halt dann doch so eine Folge, wie gesagt. War nicht geplant. Dann. Der Pferd kann hier nicht hin. Dann sage ich auch für diese Folge, für die Diebstahlfolge, nochmal danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann losgeht, wenn wir endlich Bericht erstatten und dann wahrscheinlich zur Schlacht reiten. Bis dann.